Hallo Internet, hallo YouTube und willkommen auf der God's Cover More Realistic. Ja, ich bin hier gerade am Weizen fahren. Ich musste gerade kurz überlegen. Und bin hier mit dem kleinen Ford unterwegs und dem Krone Emsland. Ja, er schafft es gerade so. Also es funktioniert noch. Ich glaube, ein Anhänger mehr dürfte dann auch nicht mehr sein. Und wir sind hier nur mit More Realistic unterwegs, weil wir hier jetzt erstmal reinschaut. Auch die Karte ist auf More Realistic optimiert. Und sämtliche Mods sind auch More Realistic. So, wir fahren jetzt mal zum Hof. Wir wollen abladen, weil der Drescher ist gleich schon wieder voll. Und wir wollen ja nicht so lange stehen lassen. Ich bin erstmal so ein bisschen Geld gekommen. Wir haben Raps verkauft, was wir noch auf Lager hatten. Komplett. Und ja gut, es war knapper Anhänger voll. Noch nicht mal. So, glaube ich, so um die 6.000 so in dem Dreh. Okay, auch zumindest haben wir jetzt so ein bisschen was, damit wir wenigstens den Helfer vernünftig bezahlen können. Ja, und Weizen jetzt einlagern, weil in 2 Tagen ist an der Brennerei. Haben die halt große Nachfrage und dann wollen wir das natürlich gewinnbringend verkaufen. So, das Tor. Klappt, super. Okay, das andere noch aufmachen. Müsste aber eigentlich auch aus dem Traktor funktionieren. Ein bisschen weiter ran. Und hier ist echt aufsteigen. Okay, kriegen wir auch hin. Moment, irgendwie. Ah, ja, jetzt. Stand nicht richtig. Okay, ich hoffe mal, das zweite Tor kriegen wir vorne gleich auf. Von innen. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter durchfahren. Ja, also für mich ist es auch noch so ein, vielleicht auch so ein Probeprojekt für mich selbst auch. Ich wollte einfach mal sehen, wie ist das mit More Realistic? Macht das Spaß, wenn man wirklich alles optimiert hat? Ich hatte ja so ein paar unglückliche Begebenheiten mit More Realistic, wo es dann nicht funktioniert hat. Habe mich aber ein bisschen beraten lassen und es liegt wohl auch dann daran, dass mit der Karte das nicht passte und so weiter, weil es muss schon irgendwie, müssen alle Mods aufeinander abgestimmt sein. Selbst die manuelle Zündung und so weiter hat, glaube ich, jetzt hier auch immer irgendwie was drin, was dann, dass das alles mit More Realistic gut zu kombinieren ist. Ja, und in der Let's Play-Reihe teste ich es einfach mal aus und mal gucken. Nachher gibt es ein Fazit, ob ich das weitermache oder dann doch lieber wieder auf herkömmliche Art und Weise. So, ich versuche möglichst viel jetzt erstmal von innen zu fahren. Ist auch hier das erste Mal mit dem Lenkrad unterwegs und mit Joystick in Kombination und hoffe, dass das jetzt schon alles so richtig eingestellt ist und mit dem bisschen Nachsicht, falls es nicht ganz so klappt, aber das sieht schon ganz gut aus. So. Wir sehen, wie wir zum Feld kommen. Der Mähdrescher steht schon und ist voll und wartet darauf, dass er abgeladen wird. Schön, wenn ich hier einfach die Feldwege, die finde ich einfach
richtig klasse. Ich hoffe noch richtig. Moment. Doch, müsste eigentlich... da vorne sein. Mal gucken, wo der Drescher auf dem Feld steht, dass es dann auch passt. Na, was sag ich denn? Perfekt. Das war natürlich nicht geplant. Da steht er. So, leider steht das Abtankungsrohr, heißt das, glaube ich, ne? Ja, im Korn. Ich will da jetzt auf keinen Fall durchfahren. Kennt mich ja vielleicht schon. Ich drehe mal den Drescher um, dass wir den vernünftig abtanken können. Vielleicht fahre ich dann auch mal in die andere Richtung mit dem Helfer. Das macht wahrscheinlich Sinn, dass wir dann zur anderen Seite abtanken. Aber ich mache das jetzt, glaube ich, so. Ich fahre jetzt direkt dann zum Traktor rüber, bevor ich jetzt hier aussteige, da wieder einsteige. Dass wir uns noch nicht festfahren, aber eigentlich sieht das ganz gut aus. Ja, den Drescher hier, den werde ich auch noch demnächst wahrscheinlich verkaufen. Ich hätte mich ganz gerne den Klaas. Der ist zwar ein bisschen älter, aber irgendwie gefällt er mir besser. So, mal gucken, was wir richtig treffen. Super. Perfekt. Ja, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein kleines Problem. Mein Netzteil war ausgefallen, hat schlapp gemacht. Da konnte ich leider auch nichts mehr hochladen. Ist jetzt ein neues drin. 5 Jahre Garantie. Ich und 48 Stunden vor Ort. Austausch im ersten halben Jahr. Oder im ersten Jahr sogar. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt ein bisschen Ruhe haben. Ich habe da auch das etwas überdimensioniert jetzt gekauft. So. Ist auch leer. Dann drehen wir uns den mal zurecht. Jetzt müssen noch die Spiegel funktionieren, dann wäre es perfekt. Ja, zu zweit oder dritt wäre es natürlich jetzt einfacher. Aber das kommt auch noch. Ja, zumindest bin ich da schon, ich sag mal, in Verhandlungen, ja. wird auf jeden Fall dann auch hier auf der Karte stattfinden und dann testen wir mal den Multiplayer an. Ich werde mal so offline nochmal einen Versuch machen mit dem Multiplayer, ob es auch alles so rund läuft und dann lassen wir euch mal dran teilhaben. So, jetzt noch eine richtige Position bringen und dann kann der alleine weiterfahren. Schon wegen Einschalten. So, die Seite muss ich noch ändern. Nach links gehen, ne? Diese Autokombine, die ist echt klasse. Also, gerade bei solchen Feldern hier echt Gold wert. So, das sollte klappen.
dann können wir wieder umsteigen. Den Rest macht ihr alleine. Ja, ist noch nicht ganz voll. Gucken, wie ich jetzt hier rauskomme. Also finde ich ja schon geil am Realistik, auch mit denen immer so eine coole Fährte oder so, oder jetzt hier dann bergauf, dass die Maschine sich richtig abackert. Und in der normalen Version kannst du halt den kleinsten Schlepper nehmen und ziehst hier alles weg. Gut, wir tanken hier noch ein bisschen ab. Ich würde den gerne noch voll machen, den Anhänger. Jetzt versuche ich gerade mal hinterher zu kommen. Ich kann peilen. Fehlt noch ein Stück. Ja, nochmal vielen Dank an meine beiden Unterstützer hier mit den Mods, die mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das finde ich echt nett. Wenn ich da Fragen habe, habe ich zwei More Realistic-Experten, die mal so über die Maschinen drüber schauen, falls da irgendwelche Fehler sind, und mir auch Fragen in Sachen More Realistic beantworten können. So hoffe ich, dass ich mit der Zeit auch zum Experten werde und durch. Moment, die Bremse. Rückwärts geht nicht. Okay. Das war auch nochmal einen kleinen Bogen. Das sieht gut aus. Das schafft er. Komm schon, zieh. Und nochmal hinterher. Ja, mein Stuhl, der quietscht immer zwischendurch. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Ich brauche einen neuen Stuhl. Das hätte ich auch nie gedacht, was da alles so Stück für Stück kommt. So als Let's Player, was man dann so braucht, wenn man vernünftige Videos machen möchte. Ist schon nicht ohne. So, wir fahren mal den Feldweg hier. Obwohl ich eigentlich befürchte, dass über ein Feld fahren die bessere Alternative gewesen wäre. Aber wenn er schon mal da ist. Ist da noch eine fette Matschkugel? Zieht da noch durch. Ja, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist eine Presse. Wir hatten ja in dem alten Gurtscover ohne MR hatte ich ja diese, was war denn das von JD, ne? Glaube ich, hatten wir da eine. Hier werde ich wohl die Class nehmen. Auch eine More Realistic, die gefällt mir ganz gut. Auch eine ältere. Vom Preis her ganz attraktiv, glaube ich. Und da gibt es ja momentan, ich das weiß ich nicht, wie der gerade nicht wie der heißt, so ein Beinsammelwagen, der die quasi übereinander stapelt. Also nicht im Vorbeigehen aufnimmt, sondern übereinander stapelt, aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann seid gespannt. Muss mal gucken, was der dann im Game kostet. Wenn wir uns den auch leisten können.
Ja, und da es nicht sofort sein wird, mal schauen, wie viel wir zusammenkriegen, dann das Weizen dann später verkaufen. Lass mal zur Not das Feld noch ein bisschen mit Spaten noch ein bisschen liegen und kümmern uns erstmal um die anderen Felder. Ist ja auch noch einiges zu tun. Ich habe auch drüben noch den Schlüter stehen, der steht noch auf der Weide. Ja, Weide ist ja in dem Sinne nicht, sondern auf der Grasfläche, sagen wir es mal so. Ich muss hier einen kleinen Rest einsammeln, hab da aber fast alles fertig und der letzte Rest, der kommt dann direkt in den Kuhstall zum Verfüttern. Und dann werden wir uns auch mal die ersten Kühe anschaffen. Zumindest das ist der Plan. So, dann wollen wir wieder abladen. Mal gucken, wie die aktuellen Preise sind. Oh, Weizen 7,83. Gerste ist doch nicht schlecht. Gerade muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht noch verkaufe. So, jetzt mal abladen. Da kommt ja schon so ein bisschen was zusammen und hoffentlich auch später einiges an Geld dafür rein. So, YouTube. Maschine aus. Ruhe. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zusehen und ja, beim nächsten Mal machen wir hier natürlich weiter. Ich werde dann beim nächsten Mal auch den Schlüter wieder zum Hof holen. Mal gucken, ob wir mit dem dann noch abtanken oder vielleicht parallel schon mal irgendwie was grubbern oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall suche ich mir noch weiterhin MR-Mods zusammen, wenn ihr mal einen tollen seht, den ich noch nicht kenne. Könnt ihr das gerne mal posten. Ja, ansonsten, ich hoffe, dass ich diese Woche noch eine Folge hochladen kann. Das müsste eigentlich klappen, wenn meine Hardware durchhält. Ich bin noch so ein bisschen am Hin- und Herbauen mit Lenkrad und so weiter. Denke aber schon, dass das nochmal klappt. Also, in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Abos und einen Kommentar wäre nett oder Feedback. Macht's gut.